Was geht's, Lordemge hier? Bevor das Video startet, möchte ich euch nur sagen, dass ich fast täglich auf Twitch streame. Lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, tatsächlich, der nächste Tag direkt kommt ein weiteres Video. Wieso, könnt ihr schon eventuell am Titel erkennen oder halt seht ihr gleich in dem Video. Erstmal zum Gameplay. Hier seht ihr, wie wir einen Shop noch gestellt haben. Mit ein paar schönen Sachen. Zack, zack, zack. Shop eröffnen. Hoffen wir mal, dass da ein bisschen was natürlich weggeht. Hier haben wir noch versucht, ein paar Rotflammensteine herzustellen für unseren Gürtel, weil die sind doch schon ein bisschen teuer auf dem Markt. Na, einer hat geklappt. Perfekt. Tatsächlich die Quote da. Die failen sehr, sehr gerne, so wie es auch aussieht. Ja, deshalb sind sie auch dementsprechend teuer. Die Biologen-Quest, Flugsammlung, haben wir dann jetzt abgeschlossen tatsächlich. Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, hier haben wir den Tempelseli uns eben schnell mal geholt. Und haben diesen dann natürlich auch direkt abgegeben und unsere 40er Bio-Belohnung abgeholt. Sehr, sehr geil. Jetzt sind wir bei der 50er Bio. Da geben wir die auch gleich direkt ab. Einmal ein BDA aus der Truhe. Schade, schade. Genau, hier kommen wir jetzt, wo ich die 50er Bio einmal abgeben werde. Auf jeden Fall die 50er Bio müssen wir jetzt auch noch fertig machen. Und dann kommen wir zum ersten Damage Bio, die 60er Bio. Sehr geil. Dann schauen wir mal kurz, was hat sich alles verkauft. Ein bisschen was. Und hier, wie ihr seht, haben wir noch sehr, sehr viel zum Verkaufen. Mit dem neuen Update kann man ja jetzt Tuffys in den Offline-Shop packen. Das finde ich sehr geil. Dieses unnötige Rumgehandel ist dann damit, also fällt damit endlich weg. Mit den ganzen Zeit im Rufi schreiben, finde ich persönlich sehr geil. Nehme ich sehr gerne mit. Das macht das alles nochmal ein bisschen einfacher. Schade, dass der Offline-Shop immer noch echt Geld kostet. Wäre geil, wenn der jetzt mittlerweile kostenlos wäre, aber ist ja leider nicht der Fall. Man kann ja immer noch träumen, ne? Auf jeden Fall, wir kommen jetzt auch zu dem Punkt. Jetzt seht ihr gerade die ganz, ganz aktuellen Aufnahmen. Ich habe keine mehr. Ich muss jetzt wieder Aufnahmen sammeln. Wie gesagt, ich habe in der letzten Zeit ein bisschen was anderes gezockt. Ergo weniger Aufnahmen gesammelt. Muss ich jetzt wieder sammeln. Es kann also dann erstmal sein, dass nur noch ein Video wöchentlich kommt. Wenn ich wieder mehr Aufnahmen habe, gesammelt habe, kommen natürlich auch wieder zwei Videos wöchentlich. Da möchte ich euch nur einmal drüber informieren. Ja, jetzt kommen wir mal zu einem anderen Thema ein bisschen, wo auch die Clips gleich dazu seht. Ich wurde heute Nacht, beziehungsweise bei dem letzten Video im Kommentar, wo hat einer geschrieben, ob man mich mit Items unterstützen darf. Wiederum wurde ich dann noch in Discord nachts angeschrieben. Um 2.30 Uhr ungefähr wurde ich angeschrieben, ob ich dann online bin. Ja, und dann bin ich online gekommen und diese Person hat tatsächlich uns ein bisschen Stuff geschenkt. Ein bisschen, ja, werdet ihr gleich sehen, was das alles ist. Die Person selber möchte gerne anonym bleiben. Das seht ihr auch dann im Chat. Das habe ich euch natürlich auch eingeblendet. Ich möchte da mit euch so transparent sein wie möglich. Ihr kennt mich. Ich tue euch da nichts von irgendeinem Gaul vorschaukeln oder irgendwas. Ich schaue ehrlich raus, wie es ist. Die Aufnahmen seht ihr tatsächlich dann jetzt. Wie gesagt, die Person spielt nicht mehr, hat aufgehört. Hat gemeint, er findet es schade, wenn es einfach nur rumliegt. Und hat uns dementsprechend einfach seinen ganzen restlichen Stuff, was er hat, geschenkt. Ihr seht die Boni jetzt nicht ganz richtig wegen Zensur, weil er ja anonym bleiben will. Habe ich so gut gemacht, wie es geht. Ich werde gleich noch, seht ihr, eine Live-Aufnahme, wo ich euch nochmal alles zeige, was ich geschenkt bekommen habe. Unter anderem auch einen Account habe ich geschenkt bekommen, eine Charmy mit P-Skills. Also müssen wir uns eigentlich nicht mehr um unsere Charmy kümmern. Was eigentlich auch mal, also jetzt mal von meiner Sicht gesehen, verdammt geil ist. Wir müssen uns nicht um die Charmy kümmern, der P-Skills zu machen. Das ist erledigt. Dieser Charmy hat auch Führung G3. Ja, das ist verdammt geil. Wie gesagt, die ganzen Boni seht ihr dann gleich in der Live-Aufnahme. Macht euch da keine Sorgen. Ich konnte es halt leider nur nicht besser machen mit der Zensur. Deshalb tut mir das sehr, sehr leid. Ja, wie gesagt, Ich fand das tatsächlich sehr krass, was wir da geschenkt bekommen haben. Ich war auch am Anfang erstmal so, nehme ich das jetzt an, nehme ich es nicht an. Weil es ist schon eine Menge Sachen. Ne? Das
pusht uns auf jeden Fall schon mal massiv nach vorne, wenn wir die Sachen verticken. Das ist ja dann auch die Frage, zum Beispiel hier Seda Zodiac-Dolche 9. Ja, Quidin-Schuhe 9. Die Quidin-Schuhe haben auch 40 AW im 6.7. Das habt ihr jetzt gerade nicht gesehen, wegen der Zensur. Ja, das ist halt die Frage, was machen wir mit den Sachen? Seid ihr der Meinung, soll man vielleicht ein kleines bisschen was verlosen? Soll man vielleicht einfach das nutzen, um unser Char weiter nach vorne zu bringen? Weil desto schneller nach vorne es geht, desto besser kann ich euch Content geben. Müssen wir halt schauen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare ein bisschen diskutieren. Ihr seht auch den Screenshot oben, hat er geschrieben, dass er gerne anonym bleiben möchte. Wie gesagt, ich habe versucht, so transparent mit euch zu sein wie möglich, um euch das alles einmal zu zeigen. Ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, außer danke, danke, danke an dich. Ein riesen Shoutout an dich. Wirklich, das ist bombenmäßig von dir gewesen. Hättest du natürlich nicht machen müssen. Ich weiß ja, also ich bin auch immer noch ein bisschen baff, muss ich sagen, weil sowas kriegt man nicht alle Tage einfach mal so geschenkt. Ich zumindest nicht. Sagen wir es mal so. Deshalb ja. Auf jeden Fall, wir sehen uns jetzt dann gleich bei der Live-Aufnahme. Da werde ich euch alles nochmal genauer zeigen. Ja, und da sind wir jetzt mal hier bei der Live-Aufnahme. Selten, da ich eine Live-Aufnahme mache. Ja, wir gehen jetzt, ich möchte euch ja nochmal zeigen, was ich hier alles geschenkt bekommen habe. Das ist ja wirklich krass. Wir haben hier einen Jungdrachenanzug 9 mit 2 KTP, 15 Wind, 50 AW im 6.7. Mit einem Anzug des Hinterhalts plus 8 Projektion, Bambushautschuhe 9 blank, seelenlose Messer 9 mit 10 Halm, 111 Zenbohnen, 2 Mondsteine, eine Ork-Kapuze 9 mit 15 Wind. Hier nochmal ein Ameisenlöwenanzug mit 1 KTP 15 Feuer, mit einem blauer Drachenanzug plus 9, mit sogar erhalte Feuerwiderstand für 5 Sekunden im Kampf. Sehr geil an sich. BGA 9. 10 Wind, 10 TP Absorb, 20 Orks, 5 Eckschild 9 mit AGO 15 Abblocken, 20 Teufel, Smuggies 8 mit 20 Teufel, 6 Orks, ein 6er, 7er Crab in dem Fall, Zodiac Dolche 9 mit einmal 6er Boni, Quidin Schuhe 9, 10 Crit, 10 Pfeil, 6 Pfeil ausweichen, 40 AW, 400 TP, eine Silberhalskette 9 mit 1 KTP, 10 Crit, sehr geil. Ein Saar plus 9 mit 5 TP Absorb, 4 Crabs und 35 AB im 6.7. TFCs 9 mit Kraft der Blitze plus 4% mit 40 DSS. Ein Bambuschwert plus 9 mit Riton 5 Pro je, Holzsatzkette 9, Crab, also 20 XP Boni, ist eigentlich gut. Eisenhelm 9 mit 10 Feuer, Kupferohrringe 9, ein paar Vierersteine hier, wie ihr sehen könnt. Bipeds, ein Bushido Typ 5 mit Drill, Berserker, Widerstand, Krieger und auch noch ein Moppelhenkerchen Typ 6 mit Berserker, Drill, Mobjäger. Dann auch noch hier eine HTK plus 9 mit 1,5 KTP, 10 Crit, 35 AB. Die werden wir uns natürlich snacken. Da haben wir schon mal unser erstes AW-IQ-Teil. Ein Vintadi plus 1 mit 15 Insekten. Natürlich nicht zu vergessen, hier das Band auch noch mit 23%. Das mit 6er, 7er ist ein Schlangenbogen, glaube ich, gewesen. Oder irgendeine Schlangenwaffe im Endeffekt. Auch nicht so hoch. Aber ja, auch sehr geil tatsächlich. Dann auch, wo waren wir genau? Hier nochmal so ein Band, 21%. Dann auch nochmal hier 21%. Ozeanschuhe plus 6 mit 2 KTP, 15 Krallen, 8 Ummacht. Ein Titani plus 7 mit 10 AM, 10 Teufel, 8 Decks, 6er, 7er, ja. HTA plus 7 mit 1,5 KTP, 10 HM, ein Level 1er Ninja-Rüstung 9, nochmal mit einem Drachenreiteranzug plus 8 Projektion, Langbogen mit Krähenstallenbogen 9 Projektion, 11 weiße Haare, dann nochmal Bambushautschuhe 9. Schlangendolche mit 7 DSS, 2 Mob. Oh ja, müssen wir mal schauen, ob die was wert sind. Das weiß ich ja gar nicht. Nur so ein Punkt, ich muss allgemein schauen, wie viel die Sachen wert sind.
Dann gehen wir mal weiter. Was haben wir hier noch? Eine Nacht-Jedid-Kette plus 8 mit 1,5 KTP, 10 Crit. Nebel-Jedid-Ohrringe plus 8. Jeweils einmal mit Wit und Res. Dann 200 rote, blaue Perlen. Sonnen-Jedid hier. Nochmal ein BGA 9 mit 15 Feuer. Ein Schwert plus 9 mit Triton 9 Projektion. Feuerschuhe plus 6. Ein EPP 9, ein gehörnter Helm 9 mit 15, Blitz 6er, 7er Niedrigrang. Nochmal hier eine Rüstung, eine 34er, ein VMS und nochmal hier Schuhe mit 1 KTP 5 Crit. Es ist so im Großen und Ganzen natürlich hier auch nochmal die Alchi, zeige ich euch. Ein Exo-Onyx mit 2 Bonis, ein Matten-Onyx plus 4, dann hier noch ein klaren Granat. Und natürlich auch noch ein paar Antike haben wir hier auch bekommen. So, es ist halt so jetzt die Frage, jo, es ist echt eine Menge gewesen. Natürlich auch noch die Charmy, was man nicht vergessen darf, die P-Skills hat. Deshalb müssen wir wirklich schauen, wie wo was werden. Es ist echt krass, was wir hier geschenkt bekommen. Nochmal danke, danke an dich. Ja, wie gesagt, die Frage ist, was machen wir mit dem Zeug? Ne? Tatsächlich, wir können es einfach verticken. Natürlich, ich habe vielleicht vor, ein bisschen was Kleines zu verlosen, gerade für irgendwelche Anfänger. Das müssen wir alle, also muss ich persönlich noch wirklich schauen, wie wir es machen. Vor allem, wie viel die Sachen wert sind. So, wenn irgendeiner wirklich von euch Ahnung hat von den Preisen auf Azrael, kommt bitte mal auf mich zu. Addet mich im Discord, kommt auf meinen Discord-Server. Ich bräuchte da eventuell Hilfe bei den Preisen, als einer von euch sich da bereit erklärt. Ja, ansonsten weiß ich gar nicht, weil, wie gesagt, weil ich dazu sagen soll, bin immer noch ein bisschen baff. Ich bedanke mich wirklich recht, recht herzlich bei dir dafür. Ja. Im Endeffekt, wie gesagt, ich muss jetzt auch ein paar Aufnahmen sammeln. Wird damit ja jetzt nicht so gerade das Problem sein, ne? Aber ja. Das war es eigentlich jetzt schon mit dem Video. Das ist das, was ich euch zeigen wollte. Ich wollte, wie gesagt, mehr mit euch da transparent sein. Und ansonsten würde ich mal sagen, könnt ihr euch gerne eure Meinung da mal in die Kommentare da lassen. Und ansonsten würde ich mal behaupten, wir sehen uns zum nächsten Video. Jedenfalls werde ich heute tatsächlich sogar ein bisschen livestreamen, das weiß ich noch nicht. Wenn, werdet ihr es in meinem Discord-Server sehen. Gerne dann meinen Discord joinen, dann bekommt ihr das mit, wenn ich dann live gehe. Ansonsten würde ich mal sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal. Haut raus, euer SlowDMG.